Ja, hallo, mein Name ist Raiko Schwalbe. Ich bin der Veranstalter des Kunstfestivals AdMuck. Wir sind heute am Mittwoch mitten im Aufbau und bereiten quasi die AdMuck vor, die morgen von Donnerstag bis Sonntag auf der Praterinsel stattfinden wird. Auf der AdMuck stellen vor allem Kunstschaffende oder Produzenten, sprich Künstler selber aus. Dazu haben wir ein paar Plattformen und Galerien aus der Kunstszene, aus dem In- und Ausland. Gezeigt werden Werke der Urban Art, Street Art, der Malerei, Fotografie, Performance und digitale Kunst, Medienkunst. Fünf oder sechs Urban Art Projekte oder Street Art Projekte reingeholt, die gab es bisher nicht. Das sind drei Galerieprojekte, zwei Künstlerkollektiven. Bei den Künstlerkollektiven, das sind wieder Künstler, die vor zwei Stunden ihren Slot hatten und wahrscheinlich in zwei Stunden anfangen, ist zumindest ein Kollektiv schon mal da. Aber auch da, bevor die Frage kommt, wir wollen keine Kopie der Stroh werden, nein, sondern wir wollen einfach das Spektrum abbilden, weil für uns diese junge Kunst mittlerweile schon seit Jahren dazu zählen. Deswegen haben wir auch diese Messe gemacht. Aber durch diesen Versatz im Oktober herein haben wir jetzt gesagt, wir möchten das möglichst breit abbilden. Kein Thema. Wir sagen jetzt nicht Frauen in der Kunst oder kulturelle Sachen oder politische Sachen, sondern wir versuchen eigentlich, das relativ offen zu lassen. Wir haben aber dieses Jahr mit der Frau Scholz von der Galerie All You Can Art eine thematische Box zum Thema Frauen in der Kunst, die jetzt auch schon größtenteils zumindest Sachen da hat, weil nicht, vielleicht gibt es ja spezielle Fragen an die Frau Scholz. Gehört zu den Plattformen Galerien, kann also auch, wenn die Frage kommt, ist ja eine Produzentenmesse, warum habt ihr Galerien Plattform? Es ist immer uns ein Anliegen, dass die Plattformen, die hier sind, auch für die teilnehmenden Künstler als, ja, wie soll ich sagen, Ansprechpartner dienen, sprich, wenn jetzt sagt, es gefällt mir, Frau Scholz macht einen tollen Job, geht es darum, dass auch mit Frau Scholz reden sagen kann, kann ich dir meine Bilder zeigen? Kannst du mich mal scouten? Also am allermindesten Scouting-Funktion. Es gibt hier keine Galerie, die sechsstellige Bilder ausstellt und die man nicht ansprechen darf, weil man vielleicht nicht so aussieht wie das Einkommen, sondern es gibt hier wirklich diesen Familienansatz. Und wenn die Frau Scholz dann da ist und jetzt 90 Künstler zu ihr rennen, dann wird sie irgendwann mich nicht mehr mögen, aber es ist ihre Funktion hier. Gibt es vielleicht ein paar Fragen zur Ausstellung? Geht es um Frauen in der Kunst? Du hast es thematisch gemacht. Die Frau Scholz ist seit Anfang an dabei zum Beispiel. Kannst du ein bisschen was erzählen? Also ich habe das Thema extra als Dachthema dieses Mal, also wie der Raiko schon sagt, das erste Mal als Thema, als Überbegriff gewählt, weil es einfach so ist, dass Frauen in der Kunst unterrepräsentiert sind. Also selbst Leute, die Kunstliebhaber sind oder die sich wirklich sehr für Kunst interessieren, denen kommt zuerst als Name oder ein paar Namen von männlichen Kollegen in den Sinn. Aber weniger die weiblichen Kolleginnen. Also ich finde zum Beispiel, dass die Frauen in der Kunst, so wie überall, in der Malerei mindestens genauso begnadet und talentiert sind wie ihre männlichen Kollegen. Und das möchte ich eben als Wertschätzung und als Hommage an die Frauen und an die weiblichen Malerinnen darstellen und dem ganzen Raum geben. Hier eben auf der AdMuck hat man eben auch die Möglichkeit, sowas zu platzieren gegenüber anderen Messen, da ist es dann vielleicht nicht so. Und deswegen finde ich das auch für die ganzen Besucher vielleicht mal interessant, so ein Thema dargestellt zu sehen und dem Ganzen ein bisschen Augenmerk auch oder sein Augenmerk ein bisschen auf dieses Thema auch zu richten. Ich habe das Female Art bei mir auf der Online-Galerie-Seite auch platziert und hier habe ich es dann nochmal zusätzlich genannt, The Power of Women. Wen haben wir hier bei dir? Bitte? Wen haben wir hier ausgestellt? Wir haben jetzt hier ausgestellt, hier vorne ist die Claudia Krögler. Das ist eine Münchner Malerin, die sehr schöne, tolle Porträts von Frauen malt. Sehr aufwendig auch, sehr sensibel, sehr also sie zeigt immer sehr das Sensible von Frauen, das Authentische, die Verbundenheit mit sich und der Natur. Also das, was Frauen eben als Wesen haben, das Ganzheitliche. Das stellt sie dar. Also eine sehr sensible Malerei. Wenn du auch selber was sagen möchtest dazu. Also ich male gerne Frauen- und Mädchentypen, ja, aus dem Märchenbereich auf. Ja, so Gebrüder Grimm und die so ganz bei sich stehen und bei sich, ja, sind. Und auch hier, also die Katzenfrau, die ist wirklich so und weil sie nicht anders kann oder... Ja, auch die Urheberin, die hier ihre Vögel schnitzt, die werden dann lebendig. Also Geschichten sind überall drin. Genau. Dann können wir noch weitergehen. Dann zeige ich Ihnen noch schnell die Astrid Stöfers. Seine Malerin, die jetzt extra aus Hamburg gekommen ist. Und dieses Bild zum Beispiel heißt auch passenderweise Feminine Rebellion.
Und so sehen wir eben das Motiv auch. Also das Motiv zeigt ja eine Frau, die eine ganz revolutionäre Haltung einnimmt mit der rausgestreckten Zunge, so wie man es eigentlich nicht kennt, ein bisschen provokant. Und das soll einfach auch zeigen, dass Frauen nicht immer Opfer sind, ja, sondern auch Täter sein können. Ja. Und das ist dieses Bild, was das darstellt. Ich finde das sehr passend, auch zum Thema The Power of Women. Und dann haben wir die Editha Gschitt. Das ist eine tolle, aufsteigende Künstlerin, die ich schon seit 4 Jahren auch vertrete. Leider noch nicht ausgepackt, aber sie zeigt wirklich eine ganz plakative Malerei, also mit dem Schwarz-Weiß und mit der Neonfarbe. Und sie zeigt oft auch das Sensible der Frau, auch ein bisschen das Versteckte, dieses Introvertierte auch im Kontrast zu diesen Neonfarben. Also es ist sehr widersprüchlich auch, und das macht eben auch die Bilder aus, dass es so interessant ist, dieser Widerspruch vor allen Dingen. Und deswegen, das sind 3 ganz unterschiedliche Malerinnen. Und dadurch finde ich dieses Dachthema ganz gut repräsentiert auf dieser Fläche. Obwohl hat das Viertelquartierprojekt letztes Jahr initiiert, nämlich dieses Dein Viertel, deine Leinwand, war unserem Gärtnerplatz und haben verschiedene Kunst dazu gemacht. Die haben wir dieses Jahr mit hereingeholt, die quasi die Orangerie bespielen. Hier in den Wänden nehmen sie 4 Künstler, davon sind 3 aus München, einer aus Spanien. Der junge Mann, der nämlich bei Spanisch vorher ist, dann der Spanier. Eine Art Wildcard geben, die quasi aus dem Kreis Bewerbungen der Abbruchbesuch-Teilnehmer hier kostenlos teilnehmen dürfen. Geht so weit, dass wir quasi hier auch eine eigene Bar haben, eine kleine Bibliothek, inklusive einem, das ist neu, kleinen Akustikkonzert, was wir morgen Abend auf der Orterinsel geben werden. Ich darf allerdings nicht sagen, wer es ist. Es ist nicht Rammstein oder SEDC, aber es ist aus dem Pool von der ich glaube, Red Bull Music Academy. Wir versuchen quasi den Kreis zu erweitern, um zu sagen, es ist eben nicht die klassische Messe, weil was mir wirklich wichtig ist, bei mir gibt es jetzt kein Symposium über Kunst oder der Bürgermeister kommt und redet über, wie schön doch die Messe in München ist. Das ist für mich nicht so relevant, oder anders, für mich ist ein gutes Rahmenprogramm für die normalen so relevanter als ein Symposium mit ein paar ausgewählten Leuten aus dem Kunstbereich. Die sind wichtig, aber ich möchte hier eigentlich diesen juristischen Ansatz. Das ist quasi die Wand. Geht es darum, 2:1 ist eine Initiative von sehr renommierten Münchner Institutionen, die sich hier anschauen kann. Das sind auch wir als Abruck Kunstmesse Partner. Es geht darum, dass Künstler sich mit jemandem aus der Wissenschaft zusammentun, sei es ein Biologe, sei es ein Physiker, Atomphysiker, und versuchen gewisse Themen einfach künstlerisch abzuarbeiten. Der Preis wurde letztes Jahr das erste Mal vergeben, das ist jetzt das zweite Mal. Das ist der Gewinner 2016. Im digitalen Bereich gibt es 2 Künstler, die Betty Mühe und die Kanda Polzner, die 2 verschiedene Projekte haben. Das sind 2 Installationen von mir. Die eine heißt Infinity Cube und die andere heißt Flowing. Infinity Cube ist eben ein Würfel aus Plexiglasscheiben, in den man hineinschauen kann, der unendlich weit geht, wie der Name sagt. Und Flowing lässt quasi das Videobild fliegen. Genau, zusätzlich sage ich noch hier eine Gemeinschaftsarbeit mit Denise Hasenöhrl. Leider ist die noch nicht eingerichtet, aber bald. Und dann seht ihr hier auch noch, The Walls Have Eyes. Soll ich mal aufmachen? Mach mal auf, ja. Das sind die Augen, ich habe sie schon gerade gesehen. Genau. Das ist von wem? Von mir auch. Auch von dir. Versteckt. Versteckt, ja, genau. Sowie die Kooperation mit der HFF München, die quasi den Videobereich abdeckt. Die Jury legt sehr, sehr großen Wert auf einen professionellen Ansatz. Professionell heißt jetzt nicht für uns, muss ein akademischer Künstler sein. Professionell heißt quasi das Auftreten des Künstlers, Webseite, Vita, auch Anschreiben. Geht es um den Werdegang, wo man ausgestellt hat, ob man in Galerien vertreten ist, auf einer Messe war, bis hin zu der Qualität der Werke. Und ich habe gesehen, mit der Eintrittskarte passiert was. Genau, wir planen aufgrund des hohen Andrangs an Teilnehmern, auch auf Interessenzahl der Besucher, im Oktober vom 19. bis 22. eine 2. Abmuck. Und wir haben ein kleines Gewinnspiel. Die Ticketkarten bei uns sind nummeriert und wir empfehlen jeden, die aufzuheben, weil wir aus den Ticketnummern der Mai-Ausgabe 100 Tickets auslosen werden, die im Oktober umsonst reinkommen werden. Am Donnerstag haben wir ein kleines Akustikkonzert im Bereich der Orangerie vom Viertelquartierprojekt mit einer Band aus München, die ein Surprise-Act sein wird. Cornelia Walter, Cornelia Walter Galerie in München. Wir sind gerade hier fertig und wir freuen uns natürlich, dass morgen die Art Muck gut besucht wird, bei schönem Wetter. Kommt alle vorbei.
Ich habe hier an meinem Stand Pontre X. Dann habe ich die Künstlerin Jenny J. Minimalistische Arbeiten, sehr schön. Und Fotografie Katrin Höhne. Hier kommt noch ein Bild dazu. Ja, das ist unser Messestand. Herzlich willkommen und hoffentlich seid ihr alle dabei.